Aber diese Frau, was mich tätowiert hat, Kuckuck. Ey, sie hat keine Ahnung, Leute. Sie hat mich. Hä, aber wieso habe ich jetzt Dings, wenn ich nichts gezeigt habe? TikTok sportlich, Alter. Geht dich nichts an, danke schön. Hi, hallo Leute. Welche TikTok? Ich hatte, danke schön für die Rosen. Ich hatte zwei Buchstaben und die wollte ich bearbeiten, okay? Und das Problem ist, sie meinte, sie sah tief anscheinend. Keine Ahnung, was da gelabert hat. Und ich meinte, kannst du mir da drüben was machen? Sie meinte, ja, ich mache dir eine Blume. Wir machen da schön diese Schattierung oder so mit Schwarz, weil es muss dunkel sein, damit es verdeckt ist. Und dann meinte ich, okay. Und das ist einfach, nee. Victor, danke schön. Du hast Cover abgemacht, sowas. Sie fragt mich, was soll ich dir da tätowieren jetzt? Ich so, mach einen Strich und schreib da drunter Fehler. Ich glaube. Greschka. Die Frau hat sich kaputt gelacht. Dankeschön, Omar, für die Rose. Und sie sagt zu mir, lach nicht. Aber wie soll ich nicht lachen? Weil wenn du mir sagst, lach nicht, dann muss ich ja lachen. Und ich habe mich bewegt und jetzt habe ich noch einen Punkt dazu bekommen. Checkt ihr? Gib zu, du hast meinen Namen tätowiert. Na klar doch. Ich will jetzt mein Kreuz ein bisschen verbessern. Ich will also mein Kreuz ein bisschen verbessern, Leute, weil der ist schon... ist nicht gut gemacht. Ich will das und ich will noch den Namen... aber ich will jetzt den Namen nicht schreiben. Ich schreibe von keinem den Namen mehr. Nicht einmal von dir. Von meinen Dings, nee. Ich wollte eigentlich für meine Schwester Namen tätowieren. Will ich aber nicht mehr. Ich habe mich umentschieden, spontan. Mach nicht zu viele. Nee, ich wollte eigentlich nur hier, weißt du, so klein, so schön, weil ich habe ja auch kleine Hand, dass sie mir so schön mit diesen Buchstaben von meiner Schwester Namen schreibt. Ich habe mich aber spontan umentschieden. Auf jeden Fall, was ich machen will, ist bei Rücken, so in der Mitte, wie heißt das nochmal, ich habe vergessen, ich kann kein Deutsch reden mehr. So eine schöne Schrift machen, das will ich. Bisschen meine Oberschenkel, bisschen irgendwas, auch so süß, klein, nicht so zu viel, diese ekelhaftige, weil, weißt du, und auf andere Seite meine Rippen ein bisschen machen und das war das Haram bei uns nicht. Und mein Kreuz, ja, aber dieses Kreuz will ich nicht wegmachen, ich will nur verbessern, dass sie mir schön mein Kreuz macht. Ich habe auch ein Tattoo gesehen, sie ist so schön, aber ich habe nicht Platz, wo sie zu machen. Weil man braucht schon ein bisschen größere Hände oder ich weiß nicht. Und ich mag nicht hier Tattoos oder hier Tattoos. Auch bei euch, bei mir nicht, persönlich bei mir nicht. Ich liebe es. Ich liebe Tattoos. Mach auf Stirn, ja, mach ich. Ich schreibe hier, Prinzess. Wann bist du wieder in Wien? Ich weiß nicht. Vielleicht jetzt, wenn wir zurückfahren am Freitag. Ich tätowiere deine Mutter ins Aufstehen. Aber mein Vater gibt ja einen, weil sie nicht genug hat. Idiot. Hey, hi, hi. Ja, Leute, auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Das Mädchen hat mich genervt, diese Behinderte.
Digga, sportlich. Nee, da machen wir deine Mom eine. Vielleicht, weißt du, kommen wir so auf ein paar Stunden. Aber ich will nicht im zweiten gehen, Mann. Warst du schon oft verheiratet? Bis jetzt für deine Mutter 2-3 Mal. Echt? Hab ich nicht gewusst? Servus. Ich habe nicht gewusst, das wirklich. Habt ihr gehört, Leute? Sag tschüss. Leute wissen mehr über mich, als ich selber je wollte. TikTok sportlich. Bro, hast du mir Kerze gehalten dabei? Warst du auf meiner Hochzeit da? Wie war? Weil ich war nicht auf meiner Hochzeit dabei. Radu, siehst du? Frage ich mich auch eigentlich, aber gut. Die Leute wissen mehr Bescheid, was bei mir abgeht, als ich selber. Die haben mir Kerze gehalten. Sie war dabei. Oder er. Oder sie. Keine Ahnung. Danke schön für Dings. Mädels, nicht eifersüchtig sein, alles gut. Schönheit kann man nicht übertragen, leider. Aber es gibt etwas, es heißt Spiegel. You know? Spiegel. Geht's mal, guckst du dich in den Spiegel an. Schuhgröße. So willst du meine Schuhgröße wissen, Bro? Radu, wo bist du? Was machst du? Diese Kommerze hier, ey. Er hat mich bei Ohr gebissen. Achso, okay. Ich gehe auch jetzt in Jagodina.